Zwischenzählen. Was? Oh Gott! Da oben, seht ihr das? Das bunte Einhorn ist zurück. Ja, aber ist das jetzt Candy oder Candy Punkt Punkt? Ich kann es nicht erkennen. Sieht das irgendjemand? Das ist zu schnell. Ich glaub, Candy Punkt, Candy Punkt. Candy Punkt, schießen! Was? Verfolgen, was verfolgen, verfolgen! Go, 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 hinterher, Leute. Sieht sie irgendjemand? Irgendwo über den Bäumen. Warte. Über uns, über wo, uns. Wo, wo, wo? Da! Das war ziemlich... Ja. Wieso hast du nur einen Bogen? Ja, stopp! Stopp, was? Warte. Gib uns Candy zurück, du! Kommen wir hier irgendwie hoch? Warte mal, ich glaube, hier was können gefragt, wir... gefragt, Paluten. Oh, wollt ihr Candy leben zurück? Ja. Okay, wartet. Wo ist sie jetzt? Sieht sie irgendjemand? Über uns gekreist. Okay. Leute, wo ist Maudado? Ich habe keine Ahnung. Maudado? Dann liefert mir Professor Ente aus? Niemals! Warum? Warum wollt ihr Professor Ente? Hä? Warte mal, hat irgendjemand... Manuel, geh du mal... Versuch du mal da oben raufzukommen. Hier vorne in den kleinen Turm. Guck mal. In dem Turm. Ach, da ist Zombie schon. Hallo. Ich bin euch keine Erklärung schuldig. Gebt uns Professor Ente oder euer Dorf wird von der Landkarte? Was wird von der Landkarte? Junge, Candy, was bist du denn für ein... Seht ihr sie? Ja, die steht da oben. Ja, warte, warte, ich komme auch. Warte. Du bist eine Landkarte. Okay, wartet. Wir machen Zugriff. Ich komme hier nicht hoch. Zack. Komm hoch, Palette. Ja, 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 alles gut, alles gut. Wo ist sie jetzt? Da hinten. Okay, wartet. Warte. Oh nein, 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 schießen, schießen, schießen! Ich treff die! Warte, sie landet im Dorf! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Nein, Edgar! Oh, ja, ja. Oh Gott, ich hab richtig viel Fallschaden kassiert. Oh. Sie ist bei uns oben auf dem Dach! Caitlin! Oh Gott, oh Gott. Caitlin. Ich gebe euch 48 Stunden Bedenkzeit. Edgar Junior! Die fliegt weg! Oh. Dich bekomme ich! Toll, Mann. Hä, bei mir backt sie da oben. Hä? Bei mir, sie ist auch angeblich vom Welt. Jetzt ist sie weg. Was war das denn für ein komischer Kram? Warum will sie denn ausgerechnet Professor Ente? Was hat der denn mit der ganzen Sache zu tun? Na, die arbeitet doch mit Klonen. Und wer hat schon wieder hier ein neues Schild geschrieben? Was? Hallo Palutent, wie geht es dit? Wer war das von euch? Ich nicht. Ich nicht. Deswegen ist Maudado also weg. Ja. Aber, oh Mann, ey. So, warte mal. Wir haben jetzt ein ganz, ganz fettes Problem. Sie könnte immer noch erstens hier rumschwören. Deshalb teilt euch auf, sichert das Dorf. Hallo, Pidiesel. Sie, warte mal, ich... Das ist nicht Pidiesel. Folge mir. Das ist Candy. Okay, wie liefern wir am besten Professor Ente aus? Wie liefern Professor Ente gar nicht aus? Er ist unser Freund. Wir können ihn doch nicht einfach... Ich muss jetzt erstmal Professor Ente befragen. Wo ist der Willi? Warte mal, erstmal kommt Caitlin in den Keller. Das ist am sichersten. Entschuldigen Sie, könnte ich... Ich komme hier nicht durch! Kann jemand die Tür aufmachen? Wo denn? Hier! Hier steht so... Wie viele Leute hier wieder rumstehen? Oh Gott. Ja, ich verstehe es. Oh Gott! Okay, ich hab's aufgemacht. Perfekt. Okay. Caitlin, nice. Du kommst runter. Caitlin? Jawohl. Ja, super. Du liegst schon perfekt auf dem Boden. Bleib hier. Okay. Komm dann, mit Boris. Dann müssen wir noch Edgar. Ja, Boris kann eigentlich... Boris kann doch draußen bleiben, oder nicht? Boah. Hä? Nein. Aber Boris ist der doch... Arme. Nein, Boris bleibt bei Edgar, genau. Wir bringen Edgar zu Edgar Junior und da ist auch Boris dann. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Wir müssen auch unbedingt... Er will einfach oben lassen. Nein, aber nein, weil er doch ein kampferprobter... Du hast gesagt, wir müssen alle retten. Ja, okay, ist ja gut. 1-0 für euch. So, zack. Edgar? Nein, Edgar, wo den führt? Wo ist er? Hä? Geht gar nach oben. Was macht er da? Ach, der Hai! Du kleine Fratz. Sind die Leute im Gerichtssaal sicher?
die da schon so sitzen? Ja, ja, sie müssten zumindest irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie nicht von ihr irgendwie weggesniped werden können oder sonst was. Ich werde jetzt, wenn ihr das macht, gehe ich mal zu Professor Ente, denn ich brauche unbedingt Antworten. Weil, was hat er damit zu tun? Vor allen Dingen dieser Alpha Corporation-Kram, denn diese ganzen Candy-Bots waren ja von der Alpha Corporation. So, warte mal. Professor Ente, bist du hier unten irgendwo? Weil auf deinem Stammplatz warst du nicht, du alter Willi. Okay. Mann, durchsuch das Dorf auch mal und sucht nach... Oh, hier ist ein Geschenk. Nach Maudado. Bist du Maudado? Nein. Bist du Maudado? Professor Ente! Jetzt will ich aber sowas von Antworten von dir haben, Kollege. Hey Palle, ich habe momentan leider keine neuen Informationen über den Aufenthaltsort von Candy. Ja, dafür wir. Sie war direkt beim Dorf. Konntet ihr sie endlich erledigen? Nein, aber sie wollte uns Candy geben, wenn wir sie ausliefern. Was, warum? Ihr habt hoffentlich abgelehnt oder seid ihr hier, um mich zu holen? Nein, 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 nein. Wir wollen sie nicht ausliefern. Wir brauchen jetzt erstmal Antworten, Professor Ente. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich hatte nie was mit Candy am Hut. Okay, Professor Ente, jetzt müssen Sie mal Tacheles reden. Was wissen Sie über die Alpha Corporation? Was? Woher kennt ihr die Alpha Corporation? Ja, die Candybots waren von denen und Candy Punkt hat ebenfalls von denen geredet. Kurz nach meinem Studium habe ich mit meinem besten Freund eine Firma gegründet. Unser Ziel war es, den perfekten Roboter zu bauen. Keine willenlosen Sklaven, sondern die perfekte künstliche Intelligenz. Doch meine Ansätze waren friedlicher Natur. Er hingegen entwickelte einen Hass gegen die Menschheit. Seine Roboter hielt er für die besseren Menschen. Nach kurzer Zeit verließ ich die Alpha Corporation, weil unsere Ansätze einfach zu verschieden waren. Hä? Aber, und was wollen die jetzt von dir? Ich kann es mir auch nicht erklären, aber Paluten, bitte liefert mich nicht aus. Professor Ente, das würden wir niemals tun. Sie stehen uns seit Monaten. Sie sind ein Bro. Ganz ehrlich, sie sind einer von uns. Wir werden sie definitiv nicht hintergehen. Wie sieht jetzt euer Plan aus? Okay, Professor Ente, Sie bleiben erstmal hier, denn ich glaube, hier unten ist es am sichersten. Und versuchen Sie weiterhin, Candy zu lokalisieren. Okay, verstanden. Hey, ich... Was macht ihr mit Pidissel? Nichts. Nichts. Freunde, das könnt ihr doch nicht einfach machen. Nein, er ist in mich reingelaufen. Während du Lava gesetzt hast? Ja, ne, Manu ist so heiß. Deswegen ist Baluten... Manuel ist richtig heiß. Der ist immer... Das bin ich. Übrigens mal ganz kurz ein bisschen... Wie eine Stute. Wieso ist denn eine Stute heiß? Keine Ahnung. Eine Stute ist doch ein Babypferd, oder nicht? Ja. Da fliegt Candy übers Dorf. Was? Wo? Das ist wieder abgehauen. Ich war gerade über dem Dorf. Hast du Halluzination? Nein, die hat doch gerade geschossen. Bist du taub? Da ganz oben, da ganz hinten. Wo? Links oder rechts vom Dorf? Ja, wo ist der rechts? Doch, ich sehe. Oh Mann, das buggt schon wieder. Ich sehe nur einen Punkt. Jetzt ist sie weg. Obwohl, warte, da hinten? Nee. Alter, ist das ein Hacker? Okay. Sind jetzt mittlerweile alle Leute safe unten? Ja. Edgar ist unten. Warte mal, was ist... sind schon noch in ihren Ständen, aber ansonsten... Okay, alles klar. Manni hat sich geweigert. Was war das da eben? Er schreibt... was? Da ist sie! Wo? Hier oben in dem Gestrüpp. Warte mal, ich gehe auf den Ambassinator. Ja. Ich sehe ab. Verschnitzel. Ja, ich sehe sie da vorne. Sie kommt da wieder. Sie versucht da oben zu landen. Warte. Oh Gott, die hat eine Granate geworfen. Alter, seid vorsichtig. Ja, sie ist weg. Ich dachte, sie gibt uns Bedenkzeit. Warum greift sie denn jetzt an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich glaube, die ist dull. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz mit Dr. Quinn reden. Denn die kann jetzt auf gar keinen Fall erstmal das Dorf verlassen. So, ich sollte vielleicht die Handgranate aus der Hand nehmen. Sonst werfe ich die, wenn ich mit dir rede. Hallo Paluten, ich habe meine Sachen gepackt. In ein paar Stunden öffnet die Praxis, dann seid ihr dran. Professor Ende, sage ich schon. Dr. Quinn, Sie müssen Ihre kleine Reise leider um mindestens einen Tag verschieben. Es tut mir leid. Warum? Da draußen fliegt eine bewaffnete Irre rum. Das können wir nicht riskieren. Wenn Sie auf dem Weg sind und dann werden Sie auf einmal von einer Granate weggesprengt oder so. Sie sind jetzt vielleicht auch nicht gerade die kampferprobteste. Wir brauchen auch besonders einen richtigen Arzt hier, wenn irgendwas schief geht. Ja, okay, das stimmt.
Oh, ich was soll das, warte mal, was soll das denn heißen? Du hast einen richtigen Arzt. Ich bin ein richtiger Arzt. Ich meinte einen richtigen, richtigen Arzt. Einer mit einem Diplom-Manual. Und vor allem, er heult rum, ich habe ihn geklont sozusagen. Ich habe ihm die DNA abgenommen. Du lebst nur wegen mir. Dein echtes Ich ist tot. Tot. Oh, ich verstehe. Ist in Ordnung. Aber spätestens morgen bzw. übermorgen muss ich zu meinem Patienten. Ja, das bekommen wir hoffentlich hin. Bleiben Sie aber unbedingt in Ihrer Praxis. Weil sonst, guck mal, die Granate, wenn da einer draußen gestanden hätte. Aber hier mit dem Dach über dem Kopf fallen, ist es mehr safe. Was? Lass fallen. Was Granate. Soll ich denn fallen? Nein! Dann ist Dr. Quinn Matsch. Und Charlie auch, Carly. Carly, Charlie, Alter, was ist denn bei dir los? Sag mal, Manuel. Ich hab ein bisschen, weil hier kann ich jetzt sagen. Hast du ein bisschen wenig geschlafen oder was? Feuerschweine! Was ich. Nein, Manuel, nein, 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 spar dir das notfalls auf. Bitte, 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 bitte. Nicht. Für jetzt, ja! Nein! Manuel! Alter! Ach, Mann. Wenn ich die jetzt sehe, ich töte die. Ich kann hier, ich springe direkt ins Gesicht. Nein, du sollst hier nicht ins Gesicht springen. Was willst du denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Keine Ahnung, aber ich bin eher froh darüber, dass sie jetzt nicht da ist. Warum? Ja, weil sie uns sonst mit Granaten bewirft und vielleicht... Sally! Nun, Sally muss hier weg! Sally, komm mit! Komm hier rein! Sally bleibt nur stehen. Sally? Wing, Dämon! Leute, wir brauchen... Ja, Sally kommt irgendwie nicht mit. Warte, jetzt schon. Ja? Sally? Ja, warte, ich schieb sie rein. Okay. Komm hier, Sally. Komm. Sie ist wieder da! Was? Sie ist da! Wo? Sally, komm, komm schnell rein, komm schnell! Wow! Sally, komm rein! Bitte, 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 Hundi! Hundi! Ja, genau, geh ich hier rein! Ach, die kann ich durch die Tür! Oh Gott! Mann, sie fliegt so schnell weg! Ich muss die Tür kaputt machen. Komm mit, Sally, bitte! Die hat das Dach von unserem verfluchten Haus gesprengt! Komm rein! Hundi! Sie ist auf der Krankenstation! Zack! Oh Gott! Ich hab grad aus Versehen gerannt. Oh Gott, Sally, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Sally, oh Gott, das war ein Versehen, aber Sally ist noch da. Alles gut, oh Gott. Ich hab mein Haus ein bisschen gesprengt. Oh Gott, es war ein Versehen. Sorry, Leute, Sally, ich würde dir niemals absichtlich wehtun. Setz dich hin. Ich würde dir nicht wehtun, absichtlich. Ja, ach Mann, Alter, ich hab ein bisschen mein Haus gesprengt, aber ich war so nervös. Ich hatte Angst um meinen Hund. Okay. Du bist alles also gut. Die Gefahr, nicht Kenny? Nein, ich bin halt manchmal ein Dummkopf. Das passiert gut, mir halt gut, dass du keine Atombombe hast, ey. Nee, hatte ich schon mal. Oh, scheiße. Ja, stimmt. Wir haben sogar noch einen im ME-System. So ein... Oh, also ich nehme sie mal raus und zünd mal. Nein! Die so unkontrolliert. Ja, sprengen wir die Alpha Corporation hoch. Ja, toll. Wenn wir nicht mal wissen, wer oder was die überhaupt sind. Egal, wenn wir alle sprengen, dann sind die auch weg. Wir machen ein Paket oder schreiben wir drauf Alpha Corporation. Ah, dann ja, kommt ja, schon genau an. Wir kleben so ein paar Atombomben an Professor Ente, liefern ihn aus und dann soll er sich halt opfern. Komplett ummantelt vor allem. Ja, der kann uns doch seine DNA geben, dann klonen wir den danach. Ja, genau, wir klonen ihn, weil wir auch so Experten sind. Ja, wir schicken direkt einen Klon rein. Stimmt. Ich kann auch einen Klon machen und dann schicken wir den Klon rein. Ja, aber ist das nicht unmoralisch, einen Klon zu opfern? Am Ende hat der Klon dann Bedenken und wird dann zu einem zweiten Evil-Professor Ente. Ja, nee, Evil-Professor Ente, den haben wir weggerackt. Der sollte sich... Stimmt, ey. Nee, einen zweiten. Ich hab auch keinen Bock. Evil-Professor Ente, der hat mir so viel Kopfzerbrechen bereitet und mich so viel mal versucht umzubringen. Ich fand den nett. Ach man, und Evil P. Diesel, der sich geopfert hat, nur für uns. Der Sonne. War geil, der war grün, der war cooler als du. Was? Der war nicht cooler als ich. Ja doch, der war grün. Ich bin super grün cool. Grün signalisiert mir Hoffnung. Signalisiert mir Hoffnung. So Leute, Hoffnung habe ich für diese Folge nicht mehr, denn wir sind am Ende, meine Damen und Herren. Übrigens noch eine ganz kurze Randnotiz. Wenn ihr jetzt Langeweile habt, guckt auf jeden Fall die UFO-Vlogs und vielen, vielen Dank für euren ganzen Support auf die Dinger. Wir werden jetzt... Am heutigen Tag wird auch, wenn alles klappt, noch ein UFO-Vlog rauskommen. Ich werde jetzt gleich... Wo ich mit dabei bin. Ja, wo Manuel mit dabei ist. Nein, obwohl... Vielleicht. Oh Gott, ich werde angeschossen. Was? Manuel, warte, ich bin hier drin. Leute, macht Kuni. Auf. Macht doch auf. Hallo? Hilfe. Achso, Sky. Hört auf, mich zu pranken. Nein, da oben ist er. Ich hatte Angst um meinen Manuel. Hä, hey, ja, ich war auch gerade... Willst du mich verarschen? Ja, ich war da in so einem Erdloch. Ich bin angeschossen. Ich war im Erdloch. So, wie gesagt, schaut unbedingt bei Zombie German Let's Play und Mr. X vorbei.
Und dann müssen wir auch unbedingt mal Maudado lokalisieren. Der ist auch einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt. Leute, jetzt sind hier ein paar Videos, paar UFO-Vlogs verlinkt. Zieht sie euch rein. Habt alle noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder oder heute um 19 Uhr zu einem schmackotastischen UFO-Vlog. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.